Wenn Sie dieses Video sehen, dann haben Sie das Ende unseres Lernangebots erreicht. Ich hoffe, Sie haben einiges lernen können und meine zweite Hoffnung ist, dass Sie selbst eine Fortbildung im Peer-to-Peer-Format auf den Weg bringen werden. Falls Sie nicht oder noch nicht mit unserem Projekt Canvas gearbeitet haben, können Sie damit auch jetzt noch starten. Falls Sie schon einen ausgefüllten Canvas haben, können Sie damit auch nach Ende dieses Kurses weiterarbeiten oder natürlich die Vorlage erneut für konkrete zukünftige Projekte nutzen. Hier kommen noch drei Vorschläge für die nächsten Schritte. Erstens Überarbeitung, zweitens To-Do-Liste und drittens Verbündete suchen. Jetzt nochmal ausführlicher. Erstens schauen Sie sich noch einmal an, was Sie bisher alles notiert haben und ändern oder erweitern Sie hemmungslos Ihre bisherigen Angaben. Zweitens, es gibt ein Feld für To-Dos und dort können Sie sich alle Aufgaben notieren, die Sie noch zwischen dem jetzigen Zeitpunkt und der Umsetzung Ihres Vorhabens sehen. Und drittens, falls Sie bisher als Einzelkämpferin unterwegs sind, sollten Sie das jetzt ändern. Sie müssen nicht zwingend ein großes Team haben, aber Sie sollten zumindest eine Person suchen, der Sie Ihre bisherigen Überlegungen vorstellen. Diese Person kann dann mit Ihnen zusammenarbeiten oder Ihnen als kritischer Freund oder kritische Freundin Rückmeldung zu Ihren Ideen und Planungen geben. In vielen Workshops zu unserem Thema habe ich eine Sache gelernt. Es ist sehr, sehr selten, dass sich die Teilnehmer dieser Workshops zu niedrige Ziele setzen. Die meisten denken sehr groß an umfangreiche Veranstaltungen mit dem kompletten Kollegium und einem Feuerwerk von Methoden. Falls das klappt, ist es selbstverständlich ganz großartig. Aber falls Sie unsicher sind, machen Sie erst einmal einen Plan B und überlegen Sie, wie eine erste Peer-to-Peer-Fortbildung auch im kleineren Rahmen stattfinden könnte. Sollten Sie an weiteren Methoden zum Thema interessiert sein, in dem schon mehrmals genannten Buch Barcamps & Co. Peer-to-Peer-Methoden für Fortbildung gibt es 5 weitere Methoden zum Peer-to-Peer-Lernen. Da sich auch unter Lehrkräften zunehmend eine Kultur des Teilens entwickelt, finden sich in zahlreichen Blogs und im Twitter-Lehrerzimmer immer wieder Erfahrungsberichte von Kolleginnen und Kollegen. Dort können Sie nicht nur Inspiration und konkrete Materialien finden, sondern auch Ihre eigenen Fragen stellen und Ihre eigenen Erfahrungen teilen. Man könnte sagen, das Internet lässt sich als riesengroße Peer-to-Peer-Fortbildung nutzen. In diesem Sinne, herzlichen Dank bis hier und weiter geht's.